Moin Leute, herzlich willkommen bei einem Video von Rukorti. Heute mal was anderes, und zwar bin ich heute alleine und ich werde ein paar Kisten öffnen. Ich dachte mir so, ja, komm, kannst du dir mal welche gönnen? Zumal, weil ich ja, wie man sieht, auch echt viele Kisten habe. Und ja, ich wollte mal ein paar neue Items haben, deswegen würde ich sagen, die Sie-Kisten sind die neuesten, dann nehmen wir die gleich. Und ja. Da sind ein paar schöne Sachen drin. Die Reifen sind natürlich mega cool. Gegen so eine neue Tarnung hätte ich natürlich auch nichts. Ja, sonst. Ja, so ein Auto. Ja, keine Ahnung. Ich habe eh mein Favorite. Ich weiß nicht, ob ich das spielen würde. Aber ja, machen wir doch einfach mal die erste Kiste auf, ne? Haben wir 20 Stück, 20 Kisten. Und los geht's. Ich sehe schon ein paar schöne Sachen. Aber was wird es? Es wird ein Aufkleber. Ja, erste Kiste, kein großartiges Glück. Ja, es sieht jetzt nicht so schlecht aus, ne? Aber naja. Muss ich glaube ich nichts zu sagen. Eine Siegkiste habe ich noch. Machen wir die wohl auch gleich noch auf. Hoffen wir diesmal für eine von den neuen Tarnungen oder zumindest irgendwas Cooles und nicht wieder ein komischer Aufkleber. Aber ja, wir haben kein Glück. Wir haben einfach kein Glück. Ersten beiden Kisten. Es ist nicht sogar derselbe Aufkleber. Es ist derselbe Aufkleber. Aus zwei Kisten erstmal direkt denselben Aufkleber gezogen. Das nenne ich Glück, meine Damen und Herren. Jetzt müssen wir einmal gucken, was hier so noch in den Kisten drin ist. Ich weiß das nämlich alles gar nicht. Ob es da noch irgendwelche coolen Sachen gibt. Das sieht natürlich echt cool aus. Also diese Reifen. Also die gefallen mir echt. Das Auto sieht natürlich auch mega cool aus. Habe ich wie viele Kisten von? Wenn sie, ja, die eine. Dann machen wir die eine auf. Drückt mir die Daumen, Leute. Aber irgendwie, ich fühle es nicht. Ich glaube, das wird nichts Gutes. Das wird nichts Gutes, ne. Wieder nur ein Aufkleber. Aber dieses Mal wenigstens was anderes, nicht wieder ein Duplikat. Ja, und das sieht, das ist wenigstens was Cooles. Das sieht wenigstens nach was aus. Das ist nicht so hingeklatscht wie das andere. Das ist hier und da so ein paar Spritzer, da so eine Kettensäge. Ja, sieht geil aus. Das ist ein geiler Skin. Sogar mit Zertifizierung. Das ist nice. Das ist nice. Ja gut, gucken wir mal hier unten. Was sich in diesen Kisten noch so schönes verbirgt. So ein Plüschding, das sieht natürlich auch mega gut aus. Die Reifen sind natürlich auch mega nice, aber was mich hier auch antört, sind die Teile. Ja, machen wir die Turbokisten auf. Ja, natürlich. Das wird hoffentlich mal was Gutes. Natürlich, zwischen den zwei coolen Rädern. Aber wenigstens kein Aufkleber. Ja, und so schlecht sehen die jetzt auch nicht aus. Kann man sich geben. Okay, machen wir weiter. Ich hoffe ja mal auf so eine coole Tarnung. Weil, oder auf so eine Torexplosion. Das sind die beiden Sachen, die man, also das sind die besten Sachen. Boah, ey, ich krieg zu viel. So kurz an dem Dingens vorbei. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Skin oder so, keine Ahnung. Das ist halt mir, das sieht halt mega smooth aus. Das ist halt richtig. Ich weiß nicht. Aber die Sachen, das sieht halt mega cool aus. Boah, der Biomasse, Alter, das ist. Also wenn ich den kriege, ne, dann zocke ich den nur noch. Drückt mir die Daumen, Jungs. Und Mädels natürlich auch. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, das wird nichts. Ich habe ja sowas nie Glück. Ich habe nie Glück, wenn ich irgendwelche Kisten aufmache. Ich meine, den Endo habe ich auch schon. Das ist echt. Es läuft im Moment echt nicht gut. Ja, den habe ich auf jeden Fall schon. Miese. Sechs Kisten sind schon weg, Alter.
Ich glaube, das wird nichts. Das wird halt nichts. Ich habe einfach kein Glück. Ja, und ich krieg wieder nur einen doofen Aufkleber. Irgendwelche japanischen Schriftzeichen. Ja, auf dem... Also auf dem Auto, muss ich sagen, sehen die echt nice aus. Aber ich spiel's leider nicht, ne? Drei habe ich noch, dann sind wir auf 10 Schüsse runter, die machen wir noch auf. Drückt mir einfach die Daumen, dass das was Cooles wird. Aber... Oh, bitte bleib... Oh, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was ein Bullshit. Ja, das ist halt auch nichts Besonderes, ne? Es ist halt einfach nichts Besonderes. Wie gesagt, ein von den Sachen halt mega gerne oder auch das Plüschding, Roulette oder Carlos wäre halt auch mega cool. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mit dem Gambeln aufhören. Einfach so Kisten aufmachen, das ist nichts für mich. Ich habe halt, wie gesagt, einfach nie Glück. Das war schon bei Counter-Strike so, das ist bei... Da schon wieder, an dem Roten vorbei und wieder so einen behinderten Aufkleber gekriegt. Das ist einfach nicht meins. Aber das ist wenigstens für das Auto, was ich fahre. Das heißt, den könnte ich auch benutzen. Also ist nicht ganz so schlimm. So, letzte Chance. Drückt mir nochmal die Daumen. Ich hoffe einfach, dass es noch irgendwas Cooles ist, weil sonst war das echt gewastet. Ja, okay. Okay, damit kann ich leben. Für die letzte Kiste ist das ganz okay. Das sieht... Ja, es ist okay. Aber es hat auch wieder eine Zertifizierung. Müssen wir einmal ganz kurz gucken. Ja, hier zweimal Endo. Wie gesagt, hatte ich schon. Da müssen wir einmal gucken, was das für eine Zertifizierung ist. Je nachdem ist das nämlich wieder ganz cool. Jongleur. Ja, es ist... ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das so cool ist. Was haben wir noch? Overdrive, ist hier was Cooles drinne? Ah, der ist natürlich mega cool. Fidget Spinner Reifen. Zeig mal her. Naja, naja. Die sehen natürlich auch mega fancy aus. Aber hier sind auch wieder die Explosionen. Das ist halt auch echt verlockend. Halten wir Overdrive mal im Hinterkopf. Mal gucken, was noch in den anderen drin ist. So Nitro. Das sieht halt mega abgespaced aus. Was haben wir hier noch? Yo. Die sind krass. Und da haben wir auch wieder Tora. Die Reifen sind auch mega sick. Ah, 7. Ich weiß nicht. Ich küsse nach Spielerwahl. Was ist hier drinne? Ja, nee, nee, nee. Das sieht nicht so nice aus. Das ist natürlich, also das wäre natürlich das Geilste, wenn ich den kriegen würde. Polyboom, was ist, ja, das ist natürlich auch mega geil. Ja, machen wir hier 5 Kisten von auf. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Dann haben wir noch 5 Schlüssel für irgendwelche anderen Kisten. Ich weiß ja nicht. Wenigstens was Rotes. Wenigstens coole Reifen. Gucken wir uns die mal an auf dem Auto. Ja, die sehen an sich gar nicht so schlecht aus. Es ist halt, die Reifen sind halt nicht schwarz, es ist halt eher so ein Silber. Ja, lackiert und zertifiziert sogar. Das ist gut. Also wenn ich Sachen verkaufen würde, wären die bestimmt ein bisschen mehr wert als normal. Aber ich kenne mich da leider mit den Preisen nicht so aus. Wenn ihr da welche haben bei uns, die sich da auskennen, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht überlege ich mir dann, ob ich die verkaufe oder nicht. Nebenbei machen wir schon die nächste Kiste auf und wir kriegen natürlich wieder nur einen doofen Aufkleber. Ich hätte es mir schon denken können. Obwohl, ja, das ist ganz cool. Da steht Roasted. Ja, es ist gar nicht so schlecht. Es ist nicht so schlecht. 3 Kisten bleiben noch. 3 Kisten von der Sorte bleiben noch. Ja. Gucken wir mal, was wir da noch so Schönes rauskriegen. Und
Das ist nice. Eine Importkarosserie, das ist immer gut. Die ist sick. Das sieht richtig gut aus. Werde ich wahrscheinlich aber auch nicht spielen, von daher. Was bringt's mir? So, zwei Kisten noch. Drückt mir die Daumen, eine coole Torexplosion kriege. Oh, da waren die Drachen. Weit vorbei, weit vorbei. Wieder einen doofen Aufkleber. Ich krieg zu viel mit den Aufklebern, Alter. Komischer Fisch, ja, es ist auch ein komischer Aufkleber, dieser. Ja, ich erkenne jetzt keinen Fisch. Aber die werden sich schon was gedacht haben, wenn die das so nennen. So, letzte Kiste. Drückt mir die Daumen, Junge. Eigentlich will ich gar nicht hingucken. Ich weiß, dass ich eh nichts kriege. Und da war wieder eine Importkarosserie. Oh, da war die Party. Da war die Torexplosion. Und da sind die Equalizer-Reifen, Alter. Und wir kriegen wieder einen Aufkleber. Was ein Bullshit. Und dann noch für so eine Dreckskarre, die eh keiner spielt. Meine Fresse. Ja, ist echt schade. Welche hatten wir jetzt noch? Die Overdrive? Waren es die Overdrive? Ja, die Overdrive ist natürlich auch noch cool. Da haben wir sogar nur vier. Das heißt, war es die Kiste? Genau, dann machen wir hiervon noch eine auf. Und dann machen wir vier von den Overdrive auf und dann sind wir durch. Dann habe ich nämlich keine Schlüssel mehr. Dann sind 16 Euro den Bach runtergegangen. Oder lohnt es sich vielleicht doch noch? Nee. Keine Chance. Nix Cooles dabei. Wieder die Räder, die haben wir doch vorhin schon gekriegt. Ja. Die haben wir vorhin schon gekriegt. Leider Gottes, da waren sie sogar noch lackiert. Es wird und wird einfach nicht besser. Jetzt noch so eine coole hier, so Höllenfeuer oder sowas wäre mega gut. Das Feuerzeug würde ich auch noch nehmen. Der Elektroschock wäre natürlich mega geil. Die Reifen sind okay. Die Autos sind auch ganz cool. Also hier alles ab rot wäre quasi geil. Das nehme ich gerne. Ja, das kann man sich noch näher gönnen. Die Reifen sehen okay aus, aber der Rest hier, das ist. Ja, es ist einfach nur. Ja, ich weiß nicht. Das ist einfach so wie bei Counter-Strike. Noch so ein paar Skins reinballern, damit die Kiste voll wird. So ein bisschen was von den Low-Items. Und dann läuft das. Aber wir drücken mal die Daumen. Oh nein, da war die Frostexplosion, Jungs. So knapp vorbei. So nah und doch so fern. Aber auch wieder hier die Reifen zertifiziert, das ist gut. Wir gucken gleich nochmal über die Sachen rüber, die wir gekriegt haben. Ob da irgendwas Gutes bei war, was Zertifizierung angeht oder Farbe oder so. Aber es ist immer noch nicht die gewünschte Torexplosion gedroppt. Da ist schon wieder. Oh Gott, nein. So knapp. Meine Fresse, das machen die alles nur, um dich zu triggern. Das machen die alles nur, damit du nochmal wiederkommst, mehr Geld auflädst und dann kriegst du sie immer noch nicht. Das wird wahrscheinlich auch passieren. Also wahrscheinlich irgendwie in einem Monat oder so werde ich wahrscheinlich nochmal ein Video machen. Außer natürlich kriege ich jetzt noch so eine coole Torexplosion, aber ich glaube ja nicht dran. Weil, wie gesagt, die wollen dich einfach nur triggern dafür, dass du noch mehr Geld ausgibst. Ja, guckt euch das an. Was ist das? Was ist das für ein Aufkleber? Das sind einfach nur Punkte. Und so ein paar Striche an den Rändern. Das ist doch nix, ey. Mann. So, letzte Kiste. Drückt nochmal fest die Daumen. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe echt, das wird was. Und so eine coole Torexplosion, das wäre jetzt der krönende Abschluss. Da sind schon wieder zwei vorbeigeflogen. Naja. Es soll einfach nicht sein, meine Freunde. Es soll einfach nicht sein. Gucken wir uns nochmal die Platine an. Ja, das ist halt. Es ist okay. Es ist nichts sonderlich Cooles. Ich meine, wenn du da rumfährst, die anderen werden das eh nicht sehen, ob du da so ein paar dunkle Striche auf deinem Auto hast. Ach, Jungs. So, was haben wir gekriegt? Wir haben diese coolen Aufkleber gekriegt, die natürlich total cool sind. Dann haben wir. Hatte ich den schon? Oder habe ich den gekriegt? Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, damit habe ich schon gespielt. Das ist schon alt. Dann haben wir den Enduro gekriegt, dann haben wir
glänzender Block als Lackierung gekriegt. Den Haiwa, oder wie man es ausspricht. Den DT5, den Imperator DT5, der ist ganz cool. Den werde ich vielleicht noch mal spielen, mal gucken. Hyro in schwarz lackiert mit Angeber. Das ist natürlich für Rückwärtstore. Ist natürlich jetzt nicht so cool, weil wer macht denn oft Rückwärtstore? Aber mal gucken, ne? Ja, hier wieder irgendein doofer Aufkleber. Hier auch wieder zwei Aufkleber, gar nicht der Rede wert. Hier noch einer. Die Importkarosse hatte ich vorher schon. Ja, dann einmal Platine, das hatte ich auch vorher schon. Super. Ja, Reifen sind uns okay. Hier mit Stürmer, das ist sogar echt gut, weil ich mache viele Tore. Ja, Aufkleber, Aufkleber. Ja, Raketenspur. Sieht ganz cool aus, kann man vielleicht mal anlegen. Und dann wieder hier Aufkleber, der ist sogar orange gefärbt, was man irgendwie nicht gesehen hat. Ja, und nochmal ein paar Reifen. Ja, ich würde mal sagen, allem in allem hat sich das nicht wirklich gelohnt für uns. So coole Sachen waren jetzt nicht dabei. Ja, aber ich danke euch trotzdem für eure Aufmerksamkeit. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich ein paar Kisten aufmache. Oder wenn wir natürlich auch Rocket League spielen. Das passiert auch ab und zu mal. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man hört sich. Bye.